Hallo Freunde, heute präsentiere ich euch voller Stolz das neue PermaPlay Ecosystem. Thank you. Too kind, too kind. Wer PermaPlay noch nicht kennt, habe ich da Video, wo ich das im Detaillierten erkläre. Hier nur mal ganz kurz. Das sind Pflanzen, Porträtkarten und Permakultur-Designkarten. An den Rändern sind alle Rahmendaten, um Pflanzen miteinander zu vergleichen. Es ist so viel Inhalt drin, wie halt auch in so einem Smartphone. Es hat richtig viele Informationen mit dem Schlüssel, welche Symbole was bedeuten, kann man das dann schnell und leicht vergleichen und daraus eben das Passende gestalten. Anders wie beim Smartphone können wir aber auch die ganzen Sachen dann halt voneinander lösen und auf dem Boden oder auf eurer Karte verteilen und so ein Design quasi eine Vorgestaltung machen. Was ich euch heute Neues zeigen möchte, die neue 7. Edition kommt jetzt vor Weihnachten raus und ist gedruckt und kommt jetzt zu mir und ich kann sie dann demnächst verschicken. Ich bin ja allerdings schon wieder woanders. Deswegen mache ich jetzt das Video. Und zwar, genau, auf der Rückseite, die es mittlerweile ergibt, ist nochmal das Mandala mit diesen ganzen Informationen zum Pflanzen, Wasser, Licht, Boden, Erde, also Boden, Wurzel und so weiter. Und da kommt jetzt neu hinzu die Biome, Ökosysteme, in denen die Pflanze natürlich wächst oder geboren ist, hervorkommt. Um einfach anders wie bisher, einfach nur was über Pflanzen zu lernen, jetzt auch das Ganze drumherum zu begreifen, zu verstehen, wo füge ich diese Pflanze, in welches Biom, also Biom ist quasi das Ökosystem jetzt auf Pflanzen- und Landschaftstyp gemünzt. So. Und wo füge ich sie ein oder wo kommt sie natürlich drin vor, um einfach mehr so Lebensgemeinschaften zu schaffen, wie sie halt auch natürlich wachsen. Und den Pflanzen damit mehr Resilienz, also Robustheit geben und dass sie sich wohler fühlen und mit den anderen Arten, dass sie bekannter sind oder sich besser vernetzen und so weiter. Sie tauschen unter der Erde Wurzeln, also über die Wurzeln Stoffe miteinander aus. Und wenn die Pflanzen gebietsfremder sind, dann gehen sie nicht so sehr in einen Austausch wie jetzt eigene. Deswegen kommt zu dem Biom auch noch eine Weltkarte, wo die Pflanzen herkommen. Ursprünglich. Also ich denke, das ist ja alles nicht so erforscht. Ne? Irgendwann mit der Zeit werden auch die fremden asiatischen oder nordamerikanischen Pflanzen mit den europäischen in Austausch gehen, aber erstmal fremdeln die anscheinend. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt da, wo die halt herkommen, aus welchem Kontinent und welcher genauen Region, um noch mehr ein Bild zu haben, auch welche Breitengrade das sind, also wie viel Sonne die gewohnt sind. Und einfach mal jetzt Pflanzengesellschaften machen, die halt natürlich ja besser miteinander harmonieren noch. Und die Klimaklassifikation nach Köppen-Geiger, das ist auch ein sehr wertvolles Tool in der Permakultur. Ich habe ja bisher die Frosthärtezonen, ne? Also bis wie viel Grad minus kann die Pflanze ab, ohne kaputt zu gehen. Und habe da zusätzlich noch so eine Tendenz mitgegeben. Ist das jetzt eher was für raue Lagen, für gemäßigte Breiten, für warm, mediterran, so bis subtropisch, ne? Also hier immer oben links. Und das ist jetzt nochmal so ein bisschen noch differenzierter. Zum Beispiel, ist es ein Steppenklima, ist es ein Kontinentalklima, ist es sommertrocken, ist es winterkalt, immer feucht oder Winter, fallen die wieder Schneegeschläge nur im Winter und so weiter. Das ist alles in dieser Klimaklassifikation mit drin. Da kommen zu dem neuen Permaplay auch eine tolle Weltkarte, wo das alles schön eingezeichnet ist. Ein großes, eine große Anleitung zu all diesen neuen Informationen, die einem auch viel über diese Biome, diese neuen erklären. Ich zeige die mal hier auf dem Boden. So. Genau, ne? Also hier habe ich zum Beispiel mal ausgebreitet, die ganzen, die es da gibt, sind 9 Stück, ne? Also die Randzone, die hier zwischen den einzelnen ist, ist halt eben auch ein Biom, das Randbiom. Ne? Und so wie ich das jetzt gerade ausgelegt habe, ist das für einen neuen Spielmodus halt auch. Ne? Ich habe ihn jetzt erstmal Urban versus Nature genannt. Der ist richtig genial, also da freue ich mich schon riesig, den zu spielen. Ich wollte auch einfach mehr ein Spiel haben, was die, wie soll ich sagen,
was man mehr so auslegen kann, Spielfläche hat. Und dazu kommen dann auch noch so Spielmarkenmünzen, die dann für die Pflanzen stehen und so weiter. Aber das braucht noch einige Zeit. Allein hier habe ich schon sehr lange dran gearbeitet, weil es ein Entwicklungsprozess über 2 Jahre mit diesen Biomen. Genau, jetzt klar zu haben, welche Landschaftsformtypen ich nehme. Also das ist halt Wald, das ist halt Offenlandschaft, die Heiden und Savannen, das sind so Grünland, Steppen, Wüsten, weil ich wollte das auch für alle Klimazonen irgendwo haben. Also einmal so eine Vegetationsdichte, dann halt ist es ein Feuchtgebiet oder ist es halt hier Küstenlandschaft, das heißt keine Salz und Starkwinde ab und so weiter. Oder ist es halt Kulturland, also wo gepflügt und gestört wird und wo viel gemischt wird miteinander oder sogar halt urban, wo es halt auch sehr salzig und Schadstoffe und so weiter sind. Genau, welchen Gebieten breiten sich diese Pflanzen natürlich einfach aus und kommen darin vor. Und das heißt, wir lernen jetzt nicht nur über die Pflanzen, sondern halt auch über diese ganzen Biome und wissen, was in diesem Biom für Pflanzen wiederum vorkommen. Also wir kommen von der anderen Seite, können wir da halt loslegen, anstatt zu gucken, Erde, Wasser, Sonne, gucken wir, was ist für ein Biom, und dann wissen wir in unserem Erfahrungsschatz, durch das Spiel lernen wir das ja auswendig, welche Pflanzen hier sich typischerweise einfügen würden, um das zu vervollständigen oder weiterzuentwickeln. Hat ja auch alles so einen Sukzessionsprozess, ne? Es entwickelt sich eigentlich alles zu Wald weiter, alles möchte Wald werden. Genau, und welche fügen wir da quasi ein? Schönes Beispiel ist einfach noch der Götterbaum. Das ist verboten in Deutschland, vielleicht auch ganz Europa, ich weiß nicht. Und genau, auf der Rückseite seht ihr dann, dass der halt eigentlich in allen Biomen fast vorkommt. Er ist halt super, also ihr seht auch die Klimaklassifikation, der kann von subtropisch bis kontinental bis sommertrocken bis Steppenklima, ist der von seiner Geburtsregion halt vieles gewohnt, weil er da in solchen einem speziellen Fleck einfach geboren ist. Ich weiß nicht, wie wird so ein Baum geboren? Das finde ich immer interessant. Wo kommt das auf einmal her und seit wann und warum? Und durch welche Tiere und so weiter hat es sich weiter angepasst? Ne? Deswegen finde ich das sehr, sehr spannend, das zu wissen. Genau, und der ist ganz oft, wird der halt einfach bekämpft, zerstört, vergiftet und so weiter. Und gibt es aber auch ein tolles Projekt, wo der, um einen ganzen Berg, eine Stadt im Berg vom Abrutschen zu bewahren, halt eingesetzt wurde und aus dem Flugzeug die Samen verteilt worden sind und jetzt über der Götterbaum wächst, um dieses verseuchte Land, ne, wegen Minenbergbau, da zu bewachsen und diese Stadt in diesem Berg da zu halten. Ne? Also ganz, ganz wertvoll. Alles am richtigen Ort und so weiter. Hier steht auch hier drauf, dass es halt genau dafür gut ist. Also steht alle Informationen auf den Karten. Und im Prinzip war es das schon. Ich habe dieses Jahr noch dieses Heft rausgebracht. Ich habe da noch kein Video zu gemacht. Das ist ultra genial halt auch. Da sind so viele tolle Pflanzenlisten drin, wo ich auch lange dran gearbeitet habe. Wie jetzt zum Beispiel diese Teichpflanzenliste mit ganz vielen Infos, ob es halt Röhrichte bildet. Ne? Wenn es bei einer gefrorenen Eisschicht und da ist eine Röhricht drin, dann kann da halt Sauerstoff durchgehen und modert weniger dann im Teich und so weiter. Ganz viele Pionier- und Bodendeckerlisten mit tollen neuen Kriterien und so weiter. Und halt alles so lista. Wir müssen ein Video machen. Das dazu jetzt noch meine schönen Sonderangebote für Weihnachten. Genau, also einmal die alten Permaplays, die, also diese hier, die auch schon einfach ja, super sind. Ne, wir hatten jetzt das letzte Video mit Bäume pflanzen und jetzt weiß man welche und wo am besten, damit sie auch was werden. Und genau, da sind nur die Biome nicht drauf, aber ja, die gibt es für 25 Euro jetzt Rabatt. Also wer das Video jetzt hier sieht und über meine Webseite geht, der schreibt das einfach, er hätte die dann gern günstiger. Sowieso sind die Preise bei mir halt sehr solidarisch. Also wenn du mir schreibst, wer du bist und was du vorhast und so weiter und wie deine Lage ist oder was du geben kannst, dann genau, will ich da auch keine Barriere machen. Und dann, ich habe auch schon welche verschenkt. Genau, und andersrum geht das aber auch nur, wenn es Leute gibt, die mehr geben. Deswegen vielen herzlichen Dank für alle Menschen, die das geben können, ne? die mehr geben können und das tun. Und dass es möglich ist. So, also, weil umso mehr Leute mit diesem Wissen ausgestattet sind, umso schneller haben wir Multiplikatoren, die wieder
nachhaltig die richtigen Bäume am richtigen Ort pflanzen. Genau, also das. Und dann, wenn wer das Neue holt oder allgemein, gibt es 10 Euro, für wenn man ein zweites nimmt. Und wenn man 3 nimmt, dann gedacht, dann gibt es aber das 4. gratis dazu. Also wenn ihr 3 Permaplays euch holt. Genau, aber sowieso gebt, was ihr geben wollt, könnt. Das ist hervorragend. Nur dann dadurch funktioniert es, dass ich auch anderen Leuten mehr gebe. Es ist mir einfach sehr wichtig, dass die Sachen rausgehen. Deswegen beschenkt gerne eure Liebsten, damit dass es weitergeht, dass mehr Leute zusammenkommen, miteinander spielen und das Ganze lernen und es mehr publik wird. Und genau, weil es ist einfach schade, es ist so ein geniales Produkt, das sagen so viele Leute und es ist einfach so schade, dass so wenige es bislang haben. Und daran möchte ich einfach was ändern. So, genau, deswegen jetzt mit dieser 7. Edition hoffe ich, dass es jetzt an viele Leute rausgeht und ja, wir hier richtig was Schönes auf der Erde starten. Ich werde jetzt demnächst in Spanien sein. Da ist es nämlich richtig nötig, was zu machen. Die Wüste und so weiter nimmt da ihren Lauf und Heizkosten oder Sprit nach Spanien, das ist günstiger, darüber zu fahren, anstatt hier zu heizen. Deswegen bin ich dahin auf dem Weg. Und das soll es gewesen sein. Das Video ist eh schon viel zu lang. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis bald. Ciao.